Sportfreunde, heute geht es um Laufsport. Es geht darum, dass wenn ihr diesen Trailer anschaut und seht, ohne Coach schneller werdet. Und ich werde das euch erklären anhand von einer Tabelle, die ich in den letzten Monaten, Jahren gemacht habe. Einzige Voraussetzung ist eine GPS-Uhr. Motivation zu diesem Trailer war, immer wieder wurde ich gefragt, ja Roy, wie schnell muss ich laufen? Wie schnell muss ich die Intervalle machen und so weiter und so fort. Ich habe alles mal auf ein A4-Blatt Excel gebracht. Bitte Kamera schnell rüber auf mein Bildschirm und dann kann ich das mal zeigen. Ich hoffe, das sieht man hier. Also das ist das ganze Blatt hier, Excel. Bin stolz. Das ist jetzt nichts anderes als ein Läufer. Das ist der Eintrittstest, den man macht. Dieser Läufer kann 10 Kilometer in 40 Minuten laufen. 40 Minuten sind 240 Sekunden. Anhand von diesem Test kann ich jedes Training ableiten. Das heißt, wir arbeiten hier also nicht mit Puls, sondern wir arbeiten mit Geschwindigkeit, weil es viel genauer ist. Puls ist mir einfach eine Konstante, die nicht wiederholbar ist, ist einfach nicht gut. Speed ist das, was ich brauche, GPS ist immer gleich. Gut, also wir haben hier einen Läufer, 40 Minuten pro 10 Kilometer ist sein Level. Das runtergerechnet, hier haben wir einen oberen Block, mittleren Block, unteren Block. Wenn ihr hier guckt, das sind die verschiedenen Arten der Training. Low, Slow Run heißt 90 bis 120 Minuten. Das ist WS, ist die Wettkampfschwelle, das wären diese 40 Minuten plus 27%. Das heißt, er muss pro Kilometer 5,29 laufen. Das gäbe, wenn würde das auf einer 400 Meter Bahn machen, 132 Sekunden. Das macht er einmal pro Tag, es gibt keine Pausen. Und hier sind die Phasen. Das sind 12 Wochen, 1 bis 4, 4 bis 8, 8 bis 12. Also ganz einfach. Die ersten drei Blöcke gesteigert, das heißt, er beginnt mit 90, zweite Phase 105 und dann 120. Also, wir haben Low, Slow Run, Long Slow Run, Long Medium Run, Long Fast Run, Medium Fast Run und Short Fast Run. Das sind diese fünf, sag jetzt mal, fünf guten Ausdauerläufe, die ich mache, um Grundlage, sogenannte Grundlage zu bauen. Beim Medium Fast und beim Short Fast Run machen wir zwei bis dreimal am Tag den gleichen Lauf mit 1 bis 3 Stunden Pause dazwischen. Und die werden dann länger. Das ist die Basis oben. Dann die Intervalle, ganz, ganz wichtig. Die Leute wissen nicht, wie schnell sie auf der Bahn rennen. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Intervalle zu schnell gelaufen werden und die Ausdauerläufe zu langsam. Das heißt, ein Läufer, der 40 Minuten hat für 10 Kilometer, muss niemals langsamer laufen als 5 Minuten 29 pro Kilometer. Weil langsamer, meine Erfahrung, bringt es nicht. Der Bodenkontakt ist nicht zu hoch, die Gelenkbelastungen sind einfach zu hoch. Und ich weiß nicht, wieso jemand mit 6 Minuten 30 rumgurken muss, wenn er 40 Minuten hat für 10 Kilometer. Reicht also 5,29, maximum 2 Stunden. Bei den Intervals würde das heißen, dass er 3000 Meter viermal wiederholt auf 4 Minuten 10. Er beginnt mit 3 Minuten Pause in der ersten Phase, zweiten Phase 2 und dann 60. Und jetzt kommt was Neues, wusste ich lange nicht. Guten Erfolg gehabt mit meinen Athleten. Über die Entwicklungszeit der 12 Wochen werden wir nicht schneller innerhalb der Belastungen, sondern wir verkürzen die Pause. Das heißt, wir laufen die Kilometer immer gleich schnell, heißt Puls fällt pro Kilometer und ich nehme aber pro Wiederholung die Pause raus. Das heißt zum Beispiel beim 1000 Meter mache ich in 3,53, das ist eine 91er Runde, 8 Mal. Beginne mit einer Minute Pause und gehe runter auf 15 Sekunden. Also das ist ja ziemlich sexy, wenn du dann 15 Sekunden Pause hast, nachdem du 1 Kilometer gelaufen bist. Das hat mir am Anfang Mühe gemacht und dann habe ich es realisiert, wenn ich mich einstelle, geht's. Und bitte nicht vergessen, das ist Triathlon Running. Triathlon Running heißt, wir haben nicht diese hohen Laktatwerte wie ein normaler Leichtathletik
Athlet, der eine hohe Laktattoleranz braucht, müssen wir nicht. Wir kommen ermüdet, heißt also, wir müssen mit weniger Pausen auskommen. Unten habe ich dann den Speed noch gemacht. Speed Endurance, Speed, Overspeed, Hill Dash. Da muss man aufpassen mit Pausen reduzieren, weil die Geschwindigkeiten sehr hoch sind. Also ich habe hier minus 15% von den 40 Minuten, gibt 3,24. Das sind 82er Runde, mache ich 16 Stück, habe aber mindestens eine Minute Pause. Brauche ich, weil der Speed hoch ist. Da geht es um ein Krafttraining und nicht um eine VO2-Belastung oder um eine Ausdauerbelastung. Dann habe ich Speed noch schneller, Overspeed 200 Meter, Hill Dash, das sind die bekannten Hügelläufe, sehr, sehr wirklich gut für Oberkörper und so weiter. Und dann unten noch Fartlek, 30 Sekunden Belastung, 90 Pause, 30 Sekunden Belastung, 75 locker, 30, 60, 30, 45, 30, 15, 6 mal 2 Minuten Pause. Dann wird die Belastungszeit zusammengezählt und die Phasen. Bitte, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auf coach@reuhinden.ch. Ich habe jetzt das ziemlich schnell runtergeredet, gehört zu meinem Daily Business. Vielleicht nochmal die Kamera zurück zu mir. Wie gesagt, ein ganz einfaches, eine Seite Excel braucht kein Coach. Ihr könnt das ausführen, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Mail. Braucht eine GPS-Uhr, das ist das Einzige, was ihr braucht, Laufschuhe, Mumm und ein Ziel und dann geht das gut. Danke, das war die Laufformel vom Reuhinden.